Weiter geht es mit unserem Thema die Uhr. In Teil 1 haben wir gesehen, welche Uhren gibt es. Da war die Taschenuhr, die Armbanduhr, die Smartwatch, die Wanduhr, der Wecker. Und wir haben mal genau hingeschaut, was hat denn die Uhr alles? Du erinnerst dich, die Uhr hat die Zahlen von 1 bis 12 und sie hat 2 oder 3 Zeiger. Sie hat den Stundenzeiger, der ist klein, kurz und dick. Er hat den Minutenzeiger und die Uhr hat manchmal auch einen Sekundenzeiger. Und heute lesen wir die Uhr. Wir lernen heute, dass ich sehen kann, wie viel Uhr ist es, aber nur, wenn es die volle Stunde ist. Was ist die volle Stunde? Das ist die exakte Stunde. Was ist eine volle Stunde? Zum Beispiel, wie viel Uhr ist es hier? Wenn ich die volle Stunde ablese, muss ich wieder den Stundenzeiger anschauen. Das ist der kleine, dicke, da hat ihr sogar einen ganz dicken Bauch. Auf welcher Stunde ist der Stundenzeiger? Er ist auf der 8. Und der Minutenzeiger ist bei der vollen Stunde immer, immer, immer auf der 12. Wie viel Uhr ist es hier? Es ist 8 Uhr. Wie viel Uhr ist es jetzt? Es ist, Moment, ups, der muss exakt auf der 12 sein und der andere ist dann ganz, ganz genau auf der 5. Wie viel Uhr ist es jetzt? Es ist 5 Uhr. Wie viel Uhr ist es jetzt? Es ist 9 Uhr. Wie viel Uhr ist es jetzt? Es ist 3 Uhr. Das ist die volle Stunde. Bei der vollen Stunde nochmal ist der Stundenzeiger auf der Stunde, da musst du lesen, und der Minutenzeiger ist immer, immer auf der 12. Warum? Was passiert? Zum Beispiel, es ist 3 Uhr und der Minutenzeiger, dicke, 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 geht weiter, geht weiter, geht weiter, geht weiter. Und du siehst, der Stundenzeiger geht auch langsam weiter und stopp, jetzt ist es 4 Uhr. Dann geht der Minutenzeiger wieder weiter, tick, 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 tick. Und wenn der Minutenzeiger wieder bei der 12 ist, dann ist es jetzt 5 Uhr. Dann geht der Minutenzeiger weiter und der Stundenzeiger geht ganz langsam und dann ist er bei der 6. Das funktioniert auch bei meiner Wanduhr, hoffe ich. Ich kann das nämlich auch machen. Schau dir mal, Moment, ich mache erstmal auf eine exakte Stunde. So, Moment, hier. Wie viel Uhr ist es jetzt? Du denkst dran, für die Stunde musst du den kleinen Dicken anschauen, der ist auf der 10. Und der Minutenzeiger ist immer, immer auf der 12 bei der vollen Stunde. Jetzt ist es 10 Uhr. Was passiert jetzt? Ich mache das jetzt schneller. Ja? Normalerweise ist es langsam. Dicke, 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 die Minuten vergehen. Und du siehst der Stundenzeiger. Oh, falsche Richtung, Entschuldigung. Dicke, 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 dicke. Der Minutenzeiger geht einmal um den Kreis. Und der Stundenzeiger ist jetzt bei der 11. Jetzt ist es 11 Uhr. Der Minutenzeiger macht wieder eine Runde, es sind wieder 60 Minuten und schwupp, ist es jetzt 12 Uhr. Der Minutenzeiger macht wieder eine Runde und der Stundenzeiger ist jetzt bei der 1. Der Minutenzeiger macht wieder eine Runde und dann ist es jetzt 2 Uhr und jetzt 3 Uhr. Und jetzt 4 Uhr und so weiter und so fort. Zu dem Thema von gestern und von heute findest du einen Pin im
Anton. Mache bitte die Aufgabe vom Anton über die Uhren. Da musst du schauen, ist das ein Wecker, ist das eine Taschenuhr, ist das eine Wanduhr. Und du musst lesen, wie viel Uhr ist es. Ja? Das ist die Aufgabe für heute. Arbeite bitte im Anton.